Da ist unsere Wendy. Mit etwas Glück gibt's da Anfang Dezember unsere nächsten Babys. Beide gelbe Bändchen, aber doch viel Unterschied noch in der Aktivität, in der Beweglichkeit. Ist eine Woche Unterschied. Ein schönes Häufchen in den Garten gesetzt, wunderbar. Noch ein Häufchen. Ja, wir bleiben nicht mehr lang heraus. Dann gehen wir wieder rein. Den Kleinen ist auch kalt. Aber wenn man sich bewegt, dann ist es besser. Ich kann mich nicht bewegen, ich muss filmen. Also friere ich vor mich hin. Eis in den Händen. Aber dann geht's rein an den warmen Kamin. Und schnell geht's einem wieder besser. Die Kleinen kriegen vielleicht für eine Stunde Rotlichtlampe. Müssen wir sehen, wenn sie reinkommen, ob es ihnen noch kalt ist oder ob es geht. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Highlife hier. So, und schon belebt sich die Szenerie etwas. Heute ist Rasen gemäht worden, deswegen sind die Spielsachen alle weggeräumt gewesen. Aber so geht es natürlich nicht. Wie man sieht, Toni braucht immer etwas zum Tragen, zum Schütteln, zum Rumschmeißen. Ja.
So ein großer Garten ist schon was wert. Hobbit. Hobbit. Unser Frührentner. Und da haben wir wieder die wachende Mama. Und was er so fleißig futtert, das sind Grasabschnittlein vom Rasenmähen. Das mögen die unwahrscheinlich gerne. Je mehr zusammengepresst, so als richtige Snacks, umso besser. Kinder, ihr müsst euch an die Temperaturen gewöhnen. Es wird nicht besser werden. Rennen, springen, laufen, dann wird das schon. Kalt. Ja, mir auch. Man sieht die zwei größeren, eine Woche älter, die kommen mit den Temperaturen schon sehr, sehr viel besser zurecht. Macht halt doch was aus, so eine Woche. So, aber damit sie nicht mehr länger frieren müssen, unsere Babys, für heute genug. Wir wünschen allen ein schönes Wochenende. Tschüss.